Ich habe mir jetzt das erwachsenste Getränk geholt, das ich finden kann, weil ich mit euch ernsthaft über die Post sprechen möchte, die ich heute bekommen habe. In meiner Post war heute meine neue Dance-Karte. Dance ist ein Bio-Supermarkt in Wien. YouTube-Urgestein. Okay, sehr seriös. Snappen ist einfach nicht leicht, wenn der Mitbewohner hinter der Kamera sitzt und Faxen macht. Tja, das ist so. Wenn man heute ausnimmt, sein Toast isst. Das ist der gesagt hat, fick dich Snapchat, gell? Okay, zurück zu Dance. Da ich eine Karte habe, könnte man glauben, dass ich da jetzt jedes Mal einkaufen gehe. Dem ist aber nicht so. Ich kaufe mir zweimal im Jahr Tofu. Oder vielleicht zu Weihnachten vegane Kekse und Schoki, weil ich ja vegane Assistenten habe. Sonst kaufe ich eher selten dort. Mit der neuen Dance-Karte habe ich auch das Treueprogramm entdeckt. Oder Treueprogramm. Ganz ehrlich, ich finde es eine Verarsche, 3% Rabatt als Treueprogramm zu verkaufen. Wenn man bedenkt, wie teuer das alles ist, und man muss 500 Euro im Monat ausgeben, um die 3% Rabatt zu bekommen. Also gut, die Karte, sie kostet mir nichts. Ich werde sie einstecken, aber ich weiß auch, dass ich nicht mal auf das 1% Rabatt komme. Ich mache halt einen auf dicke Hose im Café Landmann. Ja Leute, Notfall, Notfall, mein toller Mitbewohner hat mich auf die Weg gebracht, meine Tastatur mit Putzmittel zu reinigen. Mein Computerspiel verrückt, er ist auf 170% vergrößert und er macht komische Dinge. Okay, in aller Ruhe und Klarheit. Natürlich ist mein Computer nicht auf 170% vergrößert, sondern nur der Bildschirm. Um es noch präziser zu sagen, die Darstellung ist von 100% auf mindestens 170 gedreht. Also das sage ich euch, weil ich nicht möchte, dass ihr jetzt durchdreht und Angst habt vor Riesencomputer, wenn ihr eure Tastatur sauber macht. Natürlich sollte man die Tastatur auf jeden Fall ab und an reinigen. Hier geht's um die eigene Gesundheit. Hey ihr da draußen, jetzt hört bitte endlich auf, wegen Game of Thrones zu spoilern. Hier auf Snapchat. Gibst du auf? Das ist ein Snapchat, das sagt. Du hast das nass gemacht, du machst das. Tja, leider geht's weiter mit meiner Tastatur, mit meinem Tastaturdrama. Ich gehe jetzt eine neue kaufen. Heute Morgen habe ich die Batterien reingegeben und versucht, ob es funktioniert. Leider keine Chance. Jetzt schaue ich zu Cyberport. Ich bin also heute Morgen los und habe geschaut, was eine neue Mac-Tastatur kosten würde. 136 Euro. Irre. Da ich schnell eine neue Tastatur brauche, war es über Amazon zu langsam und somit habe ich oldschool hier im Westbahnhof Cyberport. Endlich ein Filter, der mich einen Hauch attraktiver aussehen lässt. Mwah. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. Okay, ich denke, ich habe meinen Top Number One Megafilter entdeckt. So sehe ich wirklich aus. Ich weiß, Snapchat ist super cool und alle wollen und alle möchten und alle werden. Aber muss ich deswegen jeden Snapcode snappen, den ich finde?
Platz shoppen mit Marbacher. Wir kaufen Küchenrollen. Das Dann 8 Rollen, dreilagig, A 102 Blatt und 2,65. Bei den 8 Rollen sind die Blätter nur halb so groß wie bei den 4 Rollen. Warum heißt das? Wir haben hier 8 Rollen, A 51 Blatt. Wenn man das weiß, kann man die beiden vergleichen und kommt zu dem Schluss, dass 1,45 mal 2 teurer ist als die 2,65. Also nehme ich die 8 Rollen, spare 25 Cent und sage euch, so spart man richtig. Willkommen auf der Behindertentoilette der L'Osteria Florianigasse. Der Raum ist super groß. Am WC gibt es im Grunde nichts auszusetzen. Es ist sehr tief unterfahrbar. WC-Rolle ist gut zu erreichen. Und es gibt einen extra Spülknopf. Das Waschbecken finde ich super, weil es nicht an so diesen riesigen Dingen ist. Leider ist der Spiegel viel zu hoch. Und auch der Handtuchhalter ist zu hoch. Fazit zum Restauranttest. L'Osteria Florianigasse hier in Wien. Super, super fein. Der Eingang hat zwar eine kleine Stufe, aber innen ist alles barrierefrei. Das WC ist ziemlich super und das Essen Wahnsinn. Aber Achtung, die Pizzas sind riesig. Also eine Pizza für zwei Personen tut's allemal. Der beste Platz zum Chillen in Wien im Sommer am Kanal ist hier an der Hafenkneipe. Wie cool! Im dritten Bezirk gibt es so ein cooles Kretzel-Event.